Kommt jetzt die große Rallye, weil die Fed sehr wahrscheinlich heute eine Zinspause einlegen wird. Böse Zungen sagen, naja, es wäre die 27. oder 28. Rallye, weil die Fed wahrscheinlich heute eine Zinspause einlegen will. Die Märkte nach wie vor extrem überkauft, Complacency aller Orten. Aber diesmal ist alles anders, meine Damen und Herren. KI hat wieder dafür gesorgt, dass Tech-Aktien wie Nvidia steigen. Das zieht die Märkte wieder nach oben. Wir haben also das alte Muster. Was soll schiefgehen? Es ist doch alles super. Und wir haben eine McKinsey-Studie, die euphorisch berichtet, wie stark KI sozusagen die Produktivität verbessern wird. Dadurch sei dann ja auch letztendlich so indirekt die These, die Bewertung der Märkte gerechtfertigt. Aber das hat man beim Internet auch gedacht, Digitalisierung, was ist passiert? Nichts. Das Gegenteil ist passiert, aber schauen wir uns die Ausgangslage mal an. Wie gesagt, sehr wahrscheinlich, dass die Fed eine Zinspause einlegen wird, aber es gibt ein gallisches Dorf namens Citigroup, die sagen, nein, die werden heute die Zinsen anheben. Ansonsten von Bank of America bis Morgan Chase sagen alle, nö, das wird heute steady sein und die Wahrscheinlichkeit ist wirklich groß, dass das so ist, denn normalerweise will die Fed die Märkte nicht überraschen und die Fed Fund Futures preisen eine 10%ige Wahrscheinlichkeit an, dass die Fed heute doch die Zinsen anhebt, aber selbst wenn sie es nicht tut, könnte sie ein Signal setzen, nämlich, dass sie nicht fertig ist. Viele sagen, ja, das war es jetzt mit den Zinsanhebungen, andere sagen, nein, das war es nicht, wir wissen es nicht, aber wir wissen heute Abend, was die Fed dann signalisieren wird. In diesen sogenannten Dot-Plots, also in den Zinserwartungen der Fed-Mitglieder für die nächsten Monate und sogar Jahre. Und hier könnte man signalisieren, dass entweder jetzt eben eine Mehrheit glaubt, die Zinsen müssen nochmal angehoben werden, Konsenserwartung derzeit, dass zumindest eine Zinsanhebung im Juli noch passieren wird. Hier sehen wir mal diese Dot-Plots in verschiedenen Fällen. Wir sehen hier links die März-Dot-Plots, da war die Mehrheit letztendlich der Auffassung, dass die Zinsen so bei 5,125% sein werden. Die Zinsen in den USA sind ja in einem Korridor, immer zwischen 5,0 und 5,25%, dann 5,25% bis 5,50%. In der Eurozone ist das anders, da gibt es einen festgelegten Satz, der ist wie er ist, da ist kein Spielraum. Jedenfalls sehen wir eine dovische Variante, dass die Mehrheit letztendlich dabei bleibt in dieser Projektion aus dem März. Die wahrscheinlichere ist, dass da eben die Mehrheit dann rüberwandert auf 5,375% und eine hawkische Überraschung wäre, wenn die Mehrheit rüberwandern würde auf 5,625. Auch das ist unwahrscheinlich, aber immerhin, es gibt nicht nur ein gallisches Dorf in Gestalt der Citigroup, das ist Andrew Hollenhorst. Der sagt, nicht die Zinsen anzuheben wäre inconsistent, also wäre praktisch nicht im Einklang mit der Guidance, dass Zinsentscheidungen Meeting by Meeting getroffen werden. Und vor allem eben die Arbeitsmarktdaten sehr, sehr stark waren, nach wie vor der Arbeitsmarkt sehr eng ist. Und wir haben den Chef von Visa, Kelly, der sagt, die Fed wird wahrscheinlich heute die Zinsen um 25 Basispunkte anheben. Also ein gewisses Restrisiko scheint zu bestehen, zumindest denken das einige. Schauen wir uns mal eben hier die Dinge an, nochmal aus der Inflation. Ich hatte heute Morgen ein Video gemacht, den Videoausblick über das, was eigentlich aus diesen Inflationszahlen von gestern abzulesen war. Und abzulesen war, dass viele Komponenten wieder nach oben gegangen sind, aber vor allem Energie diese ganze Geschichte nach unten gedrückt hat. Vor allem Shelter ist nach oben gegangen mit einem Anstieg von 0,6%, also alles, was mit Unterkunft, Miete zu tun hat. Und Shelter alleine ist verantwortlich für 60% dieser Inflationsberechnung, der Kerninflationsberechnung, also die Inflation ohne Nahrung und Energie. Und wir sind nach wie vor natürlich weit entfernt, vor allem was die Kernrate betrifft, von dem 2%-Ziel der Fed. Wir sind da bei 5,3%. Und was passiert? Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich auch die Fed stellen wird, wenn die Energiepreise nicht wie im letzten Monat stark gefallen sind und damit die Inflation nach unten gedrückt haben, sondern wenn die Inflation wieder steigt, dass die Energiepreise wieder steigen und damit eben auch die Inflation. Und normalerweise, so auch hier dieser Tweet, hasst die Fed Überraschungen, also will die Märkte nicht überraschen, dementsprechend die Wahrscheinlichkeit ja wirklich hoch, dass da heute zumindest keine Zinsanhebung passiert. Aber Mohamed El-Erian zeigt hier ganz gut, wie stark die
Inflation von einem Bereich in den anderen springt, aber nicht besiegt ist. Wir haben zunächst mal vor allem eben Services, die hier stark inflationär waren. Jetzt sehen wir wieder, dass Güter ein bisschen angezogen sind. Also das ist das große Problem, du kriegst sie nicht weg. Und bisher reagieren ja weder die Wirtschaft so richtig, in Teilen nur auf die Zinsanhebungen, die Märkte sowieso nicht. Die gehen schon davon aus, dass die Zinsen auf Null fallen, offenkundig. Heute hat Jeffrey Lacker, ehemaliger Chef der Richmond Fed, gesagt, also es ist ziemlich klar, das zeigen die Daten, dass du die Zinsen 1-2% über die Inflation heben musst. Jetzt ist die Frage, welche Inflation? Headline CPI, also praktisch die normale Inflation mit Nahrung und Energie, oder Core CPI. Headline ist ja derzeit jetzt bei 4,0%. Das würde bedeuten 5-6%. Wir sind jetzt knapp über 5. Wenn Core gemeint ist, also die Kernrate, da sind wir bei 5,3. Dann wäre das über 6% Zinsen auf jeden Fall. Also es ist schwierig hier zu beurteilen. Mehrere ehemalige FED-Mitglieder haben gesagt, ich würde heute die Zinsen anheben. Also wie gesagt, ein gewisses Restrisiko scheint zu bestehen, und das obwohl wir heute die Erzeugerpreise aus den USA gesehen haben, die mit minus 0,3% noch stärker gefallen sind als erwartet, auch zum Vorjahresmonat 1,1 statt 1,5, aber hier auch 60% war hier Energie, war letztendlich Prices for Gasoline. Erzeugerpreise sind ja die Preise ab Fabrik, das heißt, das ist das, was die Firmen direkt meistens an den Großhandel geben. Hier ist man runtergegangen, vielleicht auch, weil man eben nicht mehr die Preissetzungsmacht hat. Das heißt, dass die Margen der Firmen ja sehr, sehr gut waren, als die Inflation hoch war. Da konnte jeder die Preise anheben. Keiner hat bemerkt, dass eigentlich die Preise hätten gar nicht angehoben werden müssen. Dadurch waren die Margen gut. Dadurch waren die Zahlen der Unternehmen auch ganz gut. Das könnte sich jetzt ändern. Wir werden sehen. Jedenfalls kommen wir nochmal zurück zur Fed. Hier sehen wir die Erwartungen der Fed Fund Futures. Die sehen vor, dass im Dezember dann die erste Zinssenkung folgt und im Juli aber am 26. nochmal die Zinsen angehoben werden. Offenkundig gehen die Märkte davon aus, dass die Zinsen doch schneller fallen, denn es herrscht nach wie vor diese Euphorie. Wer braucht schon Absicherungen, fragt hier ein Tweet. Wir sehen Put-Call-Ratio ganz unten, Fear and Greed-Index bei 81. Nur die Market Volatility, die ja auch ziemlich dünn ist, also gemessen am VIX zumindest, ist nicht im Bereich Greed, sondern neutral. Sonst extreme Greed-Market-Momentum. Put-Call-Ratio, Safe-Haven-Demand, also kein Sicherheitsbedürfnis offenkundig, und so weiter und so fort. Also es ist schon sehr, sehr angespannt. Wir sehen hier etwa mal die Suchen nach Bullenmarkt auf Google in den USA. Höchster Wert seit 2004. Das zeigt schon ein bisschen, wie die Stimmung ist. Das geht so ein bisschen parallel auch mit der Entwicklung eben vor allem der KI-Aktien. Es sind ja 7 KI-Aktien, die das Ganze nach oben getrieben haben, mit dem Resultat, dass der Nasdaq 100 mit seinem RSI jetzt so hoch ist wie seit dem Top 2021, nicht mehr so weit von den Bollinger-Bändern entfernt ist wie seit 2021, nicht mehr so weit vom 50-Tages-Durchschnitt entfernt ist wie seit 2021, nicht mehr. Aber das habe ich Ihnen schon öfter erzählt, aber man sollte es sich in Erinnerung rufen, denke ich, wenn man solche angespannten Parameter hat. Es ist eine Frage der Zeit, bis das wieder in Richtung Durchschnitt irgendwann zurückschnappen wird. Es war der Tech-Sektor, der das Ganze mit nach oben gezogen hat. Wenn wir die 7 großen Tech-Aktien, KI-Aktien rausnehmen, dann bleibt nicht viel Gewinn, nicht viel übrig von diesem Bullenmarkt, der ja beim S&P über 20% gestiegen ist. Und bei Energie sehen wir gar keine Steigerung. Das ist natürlich auch eine Aussage über die Wirtschaft. Wenn also die Dinge so brummen würden, dann müsste eigentlich ja auch Energie brummen. Das tut es nicht. Zeichen für eine kommende Rezession, die in den Aktienmärkten allerdings nicht eingepreist ist. Die Anleihemärkte bepreisen das. Hier sehen wir mal einen bullischen Tweet. Ich will Ihnen ja auch Bullisches zeigen, meine Damen und Herren. So ist es ja nicht, gell? Andreas Steno Larsen, den ich schon mal bei Boom und Bust im Interview hatte, der sagt, ja, guckt euch mal die Performance nach einer Zinspause der Fed an.
Die ist meistens sehr, sehr positiv. Der Nasdaq heute ja mit dem Erreichen der 15.000er Marke 37,1% gestiegen. Und wenn wir in ein kürzeres Zeitfenster gehen, dann schauen wir uns mal den durchschnittlichen Verlauf der letzten 6 Sitzungen an. Wir sehen so ein Seitwärtsgeschiebe bis leicht positiv vor der Fed. Dann geht es erstmal runter, dann nochmal nach oben und dann vor allem in der letzten halben Stunde dann der Abverkauf. Schauen wir uns aber auch mal in Sachen Rezession nochmal die Credit Conditions. Erfragt von kleineren Unternehmen, Small Business, NFIB. Und die haben sich weiter verschlechtert, deutlich verschlechtert. Kein Wunder, die Banken versuchen, alles Geld zusammenzuhalten, weil eben Gelder in Geldmarktfonds fließen, Einlagen abfließen. Dadurch hat man weniger Spielraum für Kredite, wird risikoaverser. Und das sehen wir hier. Und das ist eine wirtschaftliche Abschwächung, die sich hier ankündigt, die aus meiner Sicht an der Wall Street nicht eingepreist ist, aber weltweit nicht eingepreist ist teilweise. Hier sehen wir mal einen Tweet von Alexander Vogt, der sagte, die Aktienmärkte sind historisch ziemlich teuer, sehr teuer. Normalerweise gibt es dann immer eine Reversion to the Mean, also eine Rückkehr zum Durchschnitt. Das wird es auch diesmal geben. Es ist eben nur eine Frage der Zeit. Wir sehen vor allem den Nikkei jetzt, der sich verdoppelt hat seit dem Corona-Tief, nur noch 14% unter seinem Allzeithoch aus der Immobilienblase. Damals war der Kaiserpalast in Tokio ja mehr wert als Gesamtkalifornien, also auf alles, was in Kalifornien irgendwie an Grund und Boden der Fall ist. Das zeigt, wie nahe wir jetzt schon an dieser Euphorie auch in Japan sind, ultralaxe Geldpolitik. Aber derzeit, seit Warren Buffett da gesagt hat, werde ich investieren, ist das Ding nach oben geschossen wie eine Rakete, ebenso massiv überkauft inzwischen wie die Wall Street. Und kommen wir nach Deutschland, wo der DAX ja ein neues Allzeithoch knapp erreicht hat heute. Und das, obwohl eigentlich die Industrie hier ein echtes Problem hat. Schlechteste Entwicklung der G7-Länder. Und wir sollten unbedingt einen Wirtschaftsnobelpreis für Robert Habeck vergeben. Immerhin hat er es jetzt geschafft, dieses neue Gesetz, Energieeffizienz, Gebäude, bla blub, wie das auch jetzt immer heißt, zu entschärfen. Es ist nicht mehr so ideologisch getrieben. Man darf weiter Gasheizungen einbauen, wenn die wasserstofftauglich sind etc. Also man hat das Ganze ein bisschen nach hinten geschoben. Ein gutes Zeichen, dass Klimaextremisten das Ganze kritisieren. Aus meiner Sicht, das zeigt, wie vernünftig diese ganze Geschichte ist. Also ein bisschen Vernunft hat sich hier durchgesetzt. Und hier nochmal zum DAX. Und beim DAX immerhin kann man sagen, dass die Gewinne mitgestiegen sind. Bei den US-Märkten haben wir ja eine Gewinnrezession seit einigen Quartalen. Beim DAX ist das ein Stück weit mitgelaufen. Siemens heute mit einem neuen Allzeithoch. Also von daher ist das schon deutlich gerechtfertigter beim DAX. Aber es gibt eben auch ein Kontra, und das ist die schwache Wirtschaft hier in Deutschland. Ist der DAX ein Call auf die Weltwirtschaft oder wie kann man das sehen? Aber wir sehen auch China nicht wirklich überzeugende Daten. Auch die Amerikaner bekommen langsam Probleme. Also es gibt Pro und Contra für den DAX. Das ist gleich die erste Empfehlung als Artikel. Die zweite Empfehlung, künstliche Intelligenz. Hier spricht McKinsey, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Die Menschen werden eine neue Superkraft erhalten. Man erträumt sich hier Produktivitätsfortschritte, die unglaublich sind. Wir haben ja jetzt dieses französische KI-Unternehmen, das vor vier Wochen gegründet wurde. Die haben noch nicht mal ein Produkt, werden aber schon mit 250 Millionen Euro bewertet. Und das Argument, dass KI die Produktivität verbessert, ist bisher lange nicht bewiesen. Wir hatten ähnliche Hoffnungen auch damals mit Internet und Digitalisierung. Was ist passiert? Die Produktivität ist nach unten gegangen. Wir wissen noch gar nicht, welche Unternehmen sich durchsetzen, was das verändern wird. Das ist bisher nur Hoffnung, die kann sich in Teilen erfüllen. Ich glaube nicht, dass sie sich gänzlich erfüllt, aber in Teilen erfüllen. Aber wie das Ganze ablaufen wird, who knows, das ist noch unbekannt. Zweite Empfehlung, ich habe hier mal da ein paar kritische Bemerkungen mit dazu geschrieben. Und wenn Sie glauben, der Fugmann ist doch idiotisch, wenn er immer so kritisch ist, skeptisch ist und sagt, also ich traue dieser ganzen Geschichte nicht. Es gibt jemand, er ist auch nicht der Einzige, der sagt, warum er zweifelt, dass wir in wirklich einem nachhaltigen Bullenmarkt sind. Also wenn Sie mir nicht glauben, dann schauen Sie mal dieses Video eines Fondsmanagers, der sehr viel Geld verwaltet und sagt, das ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Das ist die dritte Empfehlung. Ich empfehle mich jetzt bis 20 Uhr Fed-Entscheidung und 20:30 werde ich dann die Headlines schriftlich bringen. All das auf finanzmarktwelt.de. Also 20 Uhr reinschauen, 20:30 Uhr reinschauen
und vor allem die drei Artikel lesen. Ich sage Servus, ciao.